So, wir haben es mittlerweile mit ganz interessanten Themen. Jetzt sind wir schon Zeitsprünge am Machen von 10 Jahren. Ey, ist einfach nur unnormal. Aber ich frage mich jetzt echt, wenn wir oder wenn du jetzt so gesinnten Gamer, wenn du einen Computer jetzt zusammenbaust, ne? Nehmen wir an, du kaufst den für 1500. Alles komplett. Oder sagen wir 2000 mit Grafikkarte, pipapo. Mit einer Grafikkarte, die mit einem Mac Pro. Machen wir mal so. Eine Grafikkarte, die mit der Mac-Grafik mithalten kann. Das So. ist relativ einfach. Da kannst du auch eine 500-Euro-Karte nehmen, die übertrumpft den Mac in Sachen Gaming. Ohne Probleme. Weil ein Mac Auch ist mit dem M1? ja. Der ist noch nicht auf der gleichen Leistung wie eine Grafikkarte, wie eine dedizierte Grafikkarte, die du im Handel kaufen kannst. Das ist aber nicht das Gleiche. Die sind optimiert für Videorendering, für Bildbearbeitungsprogramme. Da sind sie auf jeden Fall besser. Aber fürs Gaming, nee, never ever. Das ist sogar belegt. Es kommt jetzt mit dem M1 Pro und Max kriegst du, ich sage jetzt mal, je nach Game, kann ich so 40 bis 60 FPS und mit einem Gaming-Rechner oder mit einer Grafikkarte von Nvidia kriegst du da 90, 120, 200 FPS. Also die sind schon besser geworden, seitdem sie jetzt SoCs bauen, also System on a Chip, Prozessoren. Aber sind da noch lange nicht da, wo jetzt Nvidia und Co. steht, aber sie holen auf. Genau. Und da kommt genau das Ding ins Spiel, das ich eben meine oder halt auf den Weg geben möchte. Wenn du jedes Mal ein, oder sagen wir mal, alle 3 Jahre einen neuen Gaming-Rechner aufziehst und du willst natürlich immer mehr Leistung haben, heißt, der Gaming-Rechner wird immer teurer. So in meinem Fall zum Beispiel. Ich glaube, der erste Rechner war wahrscheinlich so um die 1000 rum. Der zweite war um die 2000-3000 rum. Und jetzt der vierte oder fünfte, keine Ahnung was, der war. Toll. Der war jetzt. Hast du jetzt geleckt oder hast du auch geleckt? Nee, ich glaube, es hat gespeichert. Ach so, okay. Komisch. Und den ich habe, war mindestens 4000. Und das Ding ist halt eben, man gibt alle 3 Jahre, sagen wir mal so, 3.000, 4.000, sagen wir mal 4000 aus. Wenn du jetzt einen Mac Mini kaufst, der die Preis-Leistung extrem gut hat, weil du halt weil du kein Bild benötigst. Der muss ja kein Bild erzeugen, Mac Mini. Das ist ja wie ein Computer, hat einen HDMI-Anschluss oder Thunderbolt, fertig. Das Ah, du meinst, er ist. muss nicht wie beim Laptop das projizieren? Genau. Er schickt es einfach raus und hat somit keinen Bildschirm. Heißt also, er ist preis-leistungstechnisch der beste Mac, den es für Normalgeld, sage ich mal, zu kaufen gibt. Klar, es gibt den Mac Pro noch, das ganz große Ding, aber das ist 6.000, 7.000 drauf existiert das Ding. Das ist, sage ich mal, aus unserer Range und auch führt ein bisschen Ziel vorbei. Und das ist einfacher, wenn du halt so einen Mac Mini kaufst für 1.000, für 2.000. Ist ja auch schon viel 2000, aber wird wahrscheinlich der Mac Mini Pro wird wahrscheinlich oder 1500, 2000 kosten. Und die halt GeForce Now oder Stadia oder was auch immer Cloud Gaming Dienste dazu nimmst, weil du musst dann den Mac Mini oder halt das Endgerät, an du den du zockst, nicht upgraden, weil die Spiele führt ja die Cloud aus und die Cloud ändert sich ja, die wird ja ständig die Grafikkarten getauscht. Und du selbst hast ja keine Mehrleistung. Du machst ja nur das Programm, das die Bildinhalte streamt. Und das bleibt immer genau das gleiche Kack. Also du musst dein Endgerät so gesehen nie tauschen, weil das macht das Abo. So gesehen. Und wenn du dann mal einmal 2000 hast, du hast mal einmal 2000. So. Und dann hast du ein Abo. Heißt, du gibst jedes Jahr wieder, sag mal, 100 oder 150 drauf. Sag mal sogar 200. Du gibst jedes Jahr 200 für Abos aus.
dann hast du in 10 Jahren 2000 ausgegeben. Heißt also, du hast 4000 in 10 Jahren ausgegeben. Also mit der Anschaffung des Rechners. Und ja, wenn du alle 3 Jahre so eine Grafikkarte tauschst, dann bist du nur bei einer Grafikkarte schon in 10 Jahren bei 4.000-5.000. Wenn es so weitergeht mit den Preisen. Und da musst du den Rechner dazu kaufen. Die Grafikkarten eigentlich immer günstiger werden. Ja. Das ist immer was anderes. Was wir momentan haben, die globale Krise, dann Chipknappheit etc. pp. Die treiben die Preise nach oben. Okay, gut. Ja, aber du hast ja immer noch, sag mal, du musst jetzt jedes zweites Jahr oder jedes drittes, was haben wir, jedes drittes Jahr kaufst du eine Grafikkarte. Sagen wir, die ist nur 1000 wert. Ist relativ aktuell normal. Also ist keine High-End, aber ist gut. Eine sehr gute Grafikkarte, ne? 1000 Dinge ausgegeben. Das heißt, du gibst in 10 Jahren mindestens schon 3000 aus. Dann noch der Rechner. Der kostet mindestens auch noch etwa 2000. Das heißt, also, du hast schon 5000 in 10 Jahren ausgegeben. Und ich habe 10% für eine PS4 bezahlt damals. Genau. Und wenn du einen Gaming-Rechner kaufst, der kostet nicht 2000, der kostet etwa 3000, ne? Oder 4000, wenn du so einen richtig potenten Gaming-Rechner kaufen möchtest. Also heißt, du hast schon 4000 in Anschaffung und dann hast du ich weiß nicht, du willst ja nicht jede Grafikkarte, du machst jeden zweite Generation Sprung. Heißt, fünfmal eine Grafikkarte tauschen, 1000. Wird nie sein, wird immer teurer, aber das spielt keine Rolle. 5000 plus noch der Rechner dazu wird etwa um die 3.000, 4.000 sein. Immer 4.000 plus die 5.000 gibt in 10 Jahren 9.000. Mhm. Kaufst einen Mac Mini, kostet 1000 aktuell. Jedes Jahr, sagen wir mal 100. GeForce Now ist 100 im Jahr. Heißt also 1000 in 10 Jahren plus ein Mac Mini heißt 2000 gegen 9000. Ne? Ist eine Hausnummer, wenn du es mal durchrechnest. Mhm. Du hast zwar mehr monatliche Kosten, aber die Anschaffungskosten sind lächerlich. Und du musst nicht die Grafikkarte upgraden, sondern es macht das Abo für dich. Absolut, absolut. Also und es ist cool, deinen eigenen Rechner zu haben, aber dann siehst du einen, zusätzlich kommen noch erhöhte Stromkosten. Ne? Der Platzbedarf steigt, weil so ein Gaming-Rechner ist nicht klein. Vor allem, wenn du eine professionelle Kühlung willst, dann braucht er ein bisschen Platz. Genau, also ja. Für mich macht es wirklich Sinn, das Ding auszulagern. Ja, ich kann jetzt auch mein Büro anders planen. Das ist wirklich so. Du kannst, wenn du wirklich den Mac Mini nimmst, du kannst ein, so gesehen, ein Monitor, Fuß oder Ständer nehmen, so ein Holzding gibt es ja für Apples Monitor oder generell Monitore, spielt keine Rolle von wem. Dann nimmst du den, packst den Monitor drauf und schiebst den Mac Mini unter den Monitor. Fertig. Ja, Platz gespart. Gibt keine Geräusche, nur minimal. Also nicht wie ein Gaming-Rechner, der 30.000 Lüfter haben muss. Das ist einfach eine andere Hausnummer, weil halt eben das Ding nicht da platziert werden muss. Es gibt so viele Vorteile und dass Spiele auf dem Mac nicht laufen, ist einfach nur ein Quatsch. Klar, nativ nicht, aber du hast ja solche Funktionen wie GeForce Now, Stadia, Steam Link, was auch immer, pipapo. Ja. Und da hat sich viel getan in den letzten Jahren. Ja, es muss. Also vor zehn Jahren hätte ich, hättest du mit Abstand sagen können, Mac für sowas zu nehmen? Nee, auf gar keinen Fall. Genau. Bin ich voll bei dir. Aber mittlerweile. Die haben das so aufgeholt, die haben so Fortschritte gemacht, weil die haben selbst gemerkt, dass das ein Riesenmarkt ist, den sie bedienen können.
doch bedienen müssten, wenn sie wirklich weiterhin so solche krasse Umsätze machen wollen, wie sie jetzt machen. Mhm. Das hat halt viel ausgemacht. Kleine kurze Frage, bist du gerade am Abladen? Achso, am Nö. Beladen? Ich bin das Ding gerade am, ich fahre das Ding gerade rüber. Weil das Ding hat da, hat das noch Ware drin? Ja, 20.350. Das muss noch entladen werden. Mhm. Ich fahre das Gerät gerade selber rüber. Das kann ja, das hat ja, das hat ja keinen Platz da drin. Nee, aber du bist ja da, oder? Ja, und der andere Wagen? Der steht da, oder warte mal kurz, ich belade dich jetzt gerade, wenn das irgendwie geht. Dann, ja, Rohr ausfahren. Dann, so. Und nun der Quatsch senken, ne? Ne, das geht automatisch. Ja, ich müsste nur... So, dann gehe ich jetzt mit dem da. Ich komme mit. Ich komme mit dem anderen gleich hierher. Nö, nö, nö. Dann können wir mit beiden zu Entladen. Nee, komm, ich fahr mit dem Scheiß. Warum? Da kann ich nochmal, da kann, spielt doch keine Rolle, wenn du jetzt da abladen gehst. Komm, bleib stehen, bleib stehen, bleib dort, wo du bist. Guck mal. Ich kann dir jetzt mit so. Dem Wagen das geben. Also, ich muss schon sagen, wir entkommen der Insolvenz gerade ein bisschen. Ein Riesending kommt auf mich zu. Ja, das jetzt muss ich hier so und dann muss ich versuchen. Warte mal kurz. Ich probiere hier ein bisschen Platz zu machen. So. Jetzt sollte das gehen. Jetzt muss ich mit dem irgendwie wenden können. Ich glaube, ich muss oberhalb der Stadt wenden. Nein. Du musst gar nicht wenden. Ich rückwärts fahren mit Anhänger, hast du das mal probiert? Das ist ein Krampf. Nee, du musst jetzt. Ach so, mit dem Ding. Du musst jetzt übrigens drin bleiben im gelben Fahrzeug, sonst lädt der nicht aus. Wieso? Hat schon alles gemacht? Ist schon leer? Jupp. Gut. Ja, dann mache ich jetzt folgendes: gemietete Objekte auswählen, zurückgeben. Das Gerät wurde zurückgegeben. Auswählen, zurückgeben. Das Gerät wurde zurückgegeben. Spiel pausiert. Ja, weil ich gerade am Speichern bin. Ach so. So. Also. Ich frage mich halt eben wirklich immer nur, ich bin immer noch ein bisschen am Umdenken, ne? Soll ich jetzt wirklich GeForce? Na, ich habe das Ding schon abonniert, klar, für 6 Monate. Aber es sind nur 50 Schweizer Franken. Wer kraft ich jetzt noch, sage ich mal so. Das ist ja nicht die Welt. Mhm. Nur halt eben, wenn ich in 4K spielen möchte, also ich möchte, ich spiele in 4K grundsätzlich, dann wäre wiederum Stadia die bessere Wahl, weil da ist das Abo günstiger in 4K. Ist jetzt so die Frage. Noch. Jetzt noch. Wer weiß, was in 3-4 Jahren kommen wird. Wir müssen uns eigentlich für eine Plattform entscheiden, ne? Wir beide, wenn wir LPTs machen wollen. Steam. Also, nee, eigentlich, ich kann ja PlayZ. Mhm. Also die Spiele, die Crossplay erlaubt sind und die Spiele, die halt nicht Crossplay sind, GeForce. Ich habe da nämlich so eine Hoffnung, dass... Boah, der fährt hier nur mit 20 km/h rauf. Ja. Beide. Also sind nur die gleichen, logischerweise, wie schon die jetzt hier. Ja, weil, also, meine Überlegung ist dann halt, wenn halt jetzt Forza Horizon, das war schon schade, weil es wirklich ein geiles Game ist, aber wegen einem Spiel. Ja. Shit happens. Sonst kaufe ich mir auch einfach just for fun irgendwo mal eine Xbox. Nee. Mal, mal. Was ist es? Oh. Und ja, dann GeForce und PlayZ für mich. Mhm. Weil PlayZ war ich schon immer, werde ich auch immer sein. Deshalb
Ja. Gut, kannst den Anhänger abkoppeln. Weil den haben wir auch gemietet. Gemacht. Gut. Und fährst jetzt eigentlich zu der Halle zurück. Mhm. Und dann stellt sich jetzt die Frage, ob wir ein Bienenteil machen, also ein Bienengewächs haust. Nee, oh scheiße, da musst du einen Palettenstapler haben. Oh nee, das wäre jetzt zu dumm. Ja, wir haben 20, knapp 17.000 plus, also 16.000 plus gemacht. Moment, die Aktion hat sich gelohnt. Was bauen wir jetzt als nächstes an? Saatzeitpunkt. Halt wirklich Gras. Weizen ist erst im September. Oder willst du Gras? Ich würde Gras nehmen, was ist ja immer. Gut, also was brauchen wir? Wir brauchen einmal einen Grubber. Einen großen Grubber. Und ich verrasse eben. Eine Seetechnik. Also zuerst brauchen wir Grubber. Prolander. Der hat 7,5 Meter. Fährt man aber auch extrem lange, ne? Also. Das Land ist groß. Würde ich mal behaupten. Kannst du zum Händler fahren? Ja. Ich habe einen Grubber gemietet, einen riesengroßen. Wir können die uns noch nicht leisten. Plus Seetechnik. Auswählen. 3 Meter. Ich bin ran. Bam bam. Was hat Gras für ein Symbol? Du fragst mich. Gut. Ich kiff nicht, keine Ahnung. So. Boah, da hat's schon geile Geräte drunter. Aber den 6 Meter hier, den können wir uns für 6.000 mieten. Ja, das passt. Ich hoffe mittlerweile... Junge, Kraft, du hast doch zweimal das gleiche gekauft, oder bin ich das doof? Ich hoffe nicht. Nee, stimmt nicht. Doch, warte mal kurz. Nee. Sorry, war mein Fehler, ist nicht das gleiche. Sah fast gleich aus von Weitem, so. Nö. Nee. So, die Bauaufsicht kommt schon vorbei. Also dann, jetzt haben wir eigentlich Geld ausgegeben für, hast du den Grubber dran gemacht? Ja, ist der Grubber, gut. Welches Feld? Wollen wir beide Felder Rasen machen? Können wir. Gut, ja. Ja, dann machen wir beide mal jetzt Rasen, dann können wir für... Du hast, glaube ich, das falsche genommen. Ah, nee, das ist Samen. Dann können wir für... Machen wir das Folgendes, beides grasen. Und dann, sobald man Weizen anpflanzen können, pflanzen wir auf dem größeren Feld Weizen an und auf dem kleinen lassen wir Rasen momentan. Mhm. Damit wir da in Richtung Dingens gehen können. Kann ich noch Deutsch? Du Deutsch? Nee. In Richtung Landwirtschaft gehen können. Haha, setz ich witzig an. Nee, dass wir dann Hühner und Schafe kaufen können, weil wir müssen dann die Hühner in die Bäckerei bringen, ein Gewächs aus Erdbeeren zur Bäckerei bringen. Mehl zur Bäckerei bringen und dann wird daraus Kuchen und können wir den Kuchen verkaufen. Und,
Genau, mit dem Scharfen können wir dann, wie heißt's? Kleider machen. Wolle, Kleider. Aus Schafe willst du Kleider machen? Benötigt Kalk, muss gefroren. Oh, nee, wir müssen Kalk. Wir müssen noch Kalk kaufen, dann. Oh. Du, das ist nicht mehr unser Problem, ne? Von heute. Das ist ein Problem von morgen. Das machen dann der Zukunftstill und Zukunftserox. Okay. I see. Gut. Ja. Ja, dann sage ich schon mal bis zum nächsten Mal und tschüss und ciao. Tschüssi.